Lieber Steinbock, herzlich willkommen zu deinem August-Taroskop. Schauen wir uns hier an, wie sich dein August gestalten möchte. Praktisch, energetisch, zwischenmenschlich. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb des Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Die geistige Welt beginnt mit einer Frage an dich. Hast du dich jemals raus in die Natur gestellt, barfuß, den Erdboden unter dir spürend, zur Ruhe kommend, die Kraft, die von unten durch dich hindurchkommt, dich geerdet hat? Und dann hast du angefangen, dich zu bewegen. In deinem eigenen Rhythmus, im Rhythmus der Natur, deinen eigenen Flow gefunden. Hast du noch nicht? Tu es. Der August ist der beste Monat dafür. So, der Steinbock im August. Manifestation, Gebete, Wünsche, Losgelöstheit oder Verbissenheit. Ha, geil, die Natur. Was möchtest du? Was scheint dir unerreichbar? Was erhoffst du dir? Doch eventuell gleichzeitig hast du gar keine Hoffnung. Dein Körper ist der Tempel deiner Seele. Der August möchte, dass du Innenschau hältst, abhältst. Der August möchte, dass du dir klar darüber wirst, was du erreichen möchtest. Gut möglich, lieber Steinbock, dass der August für dich einsam wird. Nicht, weil sich deine Lieben von dir abwenden, nein. Du suchst die Einsamkeit auf. Warum? Weil du den einen Samen in dir suchst. Ein Samen. Deinen eigenen Flow finden. Ganz richtig, der Satz am Anfang. Das, was nicht stattfindet, ist genau das, weswegen du zum Jäger geworden bist. Du jagst dem hinterher. Warum findet es nicht statt? Weil du dich selbst begrenzt hast. Und nun kämpfst du gegen diese Grenzen an, ohne zu wissen, dass sie da sind. Ein Teufelsspiel, der Hund, der sich selbst in den Schwanz beißt. Du wirst da rauskommen, sicher? Jemand zeigt dir den Ausweg. Ein Mentor. Impulse, Inputs, die du bekommst, durch etwas, durch jemanden. Der Feuerball. Lighten up the ball. Gut möglich, dass du jemanden sehr in Rage bringst, dadurch, dass du einen Feuerball schmeißt, loslässt. Warum tust du das? Weil du die Erschöpfung spürst, ständig gegen die Mauer zu laufen. Die Impulse, die du bekommst, die wahren Impulse sind die von oben,
Achte bitte auf ein ganz bestimmtes Omen, und zwar von einem Vogel, welcher etwas zu deinen Füßen fallen lässt. Unsere kleinen Freunde zeigen dir auf, mit wem du es zu tun hast. Jemand sehr Grimmiges, ständig schlecht gelaunt, herausfordernd an deinen Nerven, ziehend, sägend, missmutig, grimmig und grämig. Auf gut Deutsch, alles ist scheiße. Du versuchst auszubalancieren. Dann kommt da wieder das Unschuldige. Ach, könnte ich nur, hätte ich nur. Mi, 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 mi. Ist das ein jemand zwischenmenschlich, dir gegenüber, oder ist das in dir? Wer von euch Gelenkschmerzen hat, vor allem an den Ellenbogen, an den Fingern, an den Zehen, bitte, falls dies zufällig auf dich zutreffen sollte, du weißt, immer einen Arzt aufsuchen. Hier geht es nur um das Spirituelle. Ist es deine Unentschlossenheit, in eine Richtung zu gehen oder in die andere Richtung zu gehen, zu handeln, die Inaktivität, stattdessen immer nur versuchen zu verlangen, wollen, mit dem Kopf durch die Wand. Und das, was du dir so sehr erhoffst, scheint nie ins Hier und Jetzt zu kommen. Stattdessen erhebe dich, sehe die Situation aus der Adlerperspektive. Und dann wirst du erkennen, dass deine eigene Isolation, jetzt haben wir es, jetzt ist raus, dass deine eigene Isolation nur von dir selbst kreiert ist. Wow! Intensives Reading, lieber Steinbock, aber der August steht bei allen Sternzeichen unter dem Stern der Freiheit. Und dazu auch meine neue Serie, die Reise zu deinem Seelenlicht. Sehr empfehlenswert, es geht um Bewusstseinserweiterung. Wie alle meine Videos, doch diese sind recht speziell. Deine Hauptenergie für den August, die Hauptenergie, die dich begleitet im August. Geräusche werden wahrgenommen, doch du kannst sie nicht einordnen, nicht zuordnen. Vielleicht versprichst du dich im August sehr, weil ich weiß gar nicht, warum ich mich jetzt dauernd verhaspel. Die Geräuschkulisse, du kannst sie nicht einordnen. Wir beginnen mit deiner eigenen Karte. Yes, es geht um dich. Die Grenzen sprengen. Der Knoten erdrückt. Er drückt. Oder erdrückt er dich schon? Wortspiel. Lies zwischen den Zeilen. Die Fessel. Die Fessel, die Grenze. Du wirst dir im August sagen, wie komme ich aus der Nummer raus? Und die Fessel, diese Grenze, Begrenzung ist für jeden selbstverständlich ein ganz individuelles Thema.
Ich denke Mitte August, 13., 14., 15. und 17. Dort wird es dir bewusst, worum es eigentlich geht. Und dann beginnt die Innenschau. Du wählst die Einsamkeit, um dich zurückzuziehen. Der Rückzugsort, es zieht dich zurück an den Ort. Der Körper ist der Tempel deiner Seele. So halte Innenschau ab, auf dass der Knoten gelöst werden kann. Nichts ist unerreichbar, alles ist erreichbar. Yes, alles ist erreichbar. Ein Katalysator in deinem Leben. Insekten, insbesondere Bienen und Hummeln, werden dich auf etwas hinweisen. Schau genau hin, wo sie sich niederlassen. Schau genau hin, wo sie ihre Arbeit verrichten. Ein Feuerzeichen. Inputs, Inputs, Inputs. Inputs, die für dich wie Gift sind. Doch genau das ist der Katalysator. Hürden überwinden, absolut knallharte, drastische Veränderung, weil du bereit bist, das Ruder in dein Boot in die Hand zu nehmen. Und das, nachdem du Innenschau abgehalten hast. Erkenne die Zeichen der Zeit. Ein Duft wird zu dir kommen. Kann jetzt natürlich physisch wahrgenommen werden. Es kann aber auch sein, dass sich etwas anbahnt. Stolz und Betrug sind sehr miteinander verwoben und gekoppelt. Das Feuerzeichen, bitte bedenkt, es kann auch immer der Aszendent angesprochen werden, möchte dich betören. Doch du kommst dem auf die Spur, wenn du vorausschauend bist. Jemand möchte Schuld zuweisen. Das Wasserzeichen hat gar keine Chance, dich auf etwas hinzuweisen, weil du so vereinnahmt bist vom Feuerzeichen. Doch, wo genau, lieber Steinbock, ist der Schatz versteckt? Im Commitment? Im Zwischenmenschlichen? In der Partnerschaft? Oder in der Schuld, im Ende. Es führt kein Weg dran vorbei. Du musst hinsehen.
Doch. Es wird gut, weil es dich befreit. Sie sagen alle Dinge, haben genau 10 Seiten. Mit Seiten sind, glaube ich, die Eigenschaften gemeint. Pro und Contra. Verschiedene Ansichtswege. Alle Dinge haben 10 Seiten. Wenn du dich nur auf die ersten 2 fokussierst, bleiben die anderen 8 außer Acht. Wie willst du so die Grenzen überschreiten, auflösen, wenn du nicht gewillt bist, das große Ganze zu sehen? Das Wasserzeichen, das so lange an deiner Seite ist, lieber Steinbock, bereit ist, alles zu geben, alles gegeben hat. Du ziehst es in Erwägung, genauer hinzusehen und erinnerst dich an das Gefühl der Liebe von einst. Die Fürsorge, das Mitgefühl. Und gerade weil du dorthin schaust, platzt der Knoten. Wir machen weiter im Extended, lieber Steinbock. Ich mache weiter mit dem Tarot-Deck, wir gehen weiter ins Detail und schauen, was noch so für Botschaften für dich kommen möchten. Bis gleich, ich freue mich auf dich. Ciao!